Mann, ich mach's nicht mit Optis. Okay, was mit dir? Hey, Schätzchen, du bist ja süß. Zeigst du uns mal, was du unter deinem Mantel hast? Natürlich, ich hab da eine P88. Nein. Willst du heute Nacht ein bisschen Spaß haben, Süßer? Eine Zuckerschnute wie dich hatte ich lange nicht. Das heißt, du hattest schon lange keinen Metallstab mehr in deiner... Oh Gott. So langsam wird es mir auch selbst für mich zu eklig. So, großes Problem. Ich bin hier und da muss ich hin. Das Problem ist einfach nur, ich darf da aber nicht rein. Ich würde sagen... ja, machen wir es auf die gute altmodische Art. Und gehen da einfach durch. Aber vorher einmal abspeichern. Ja. Bevor noch irgendwas schief geht. Nee, 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 nee. Kehr um, Auk. Das hier geht dich nichts an. Ja, ist ja gut. Laufen ist zwecklos. Was ist denn los jetzt? Ich werd's nicht nochmal sagen. Hol dir Oh, ja, ist jetzt. Ist ja gut, ist ja gut. Was ist denn hier los? Mach den. Wow. Was zum Teufel? Was war das denn jetzt? Okay. Das machen wir nochmal. Welcome, Detroit City. Das Problem ist, ich darf in der Stadt nicht rumballern, weil sonst ballern die Polizisten auf mich. Habe ich keinen Bock drauf. Oh, wie mache ich das denn? Hey, kannst du mir helfen? Was geht, Süßer? Brauchst du was? Ja, aber egal. Was habt ihr denn gegen mich? Ich muss doch nur dahin. Ach, weißt du was? Misch dich hier nicht ein, Arschloch! Verzieh dich! Sehr gut. Trotzdem, weißt du was? Ich muss erstmal die Taste suchen. Fuck you. Ich muss nachladen. Okay, Memo an mich. Diese Waffe funktioniert nicht gut. Warum bin ich jetzt hier? Halt, stopp, das geht aber nicht. Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir müssen doch da irgendwie durchkommen. Ah, Mann, ey. Das Problem ist, hier ist kein Gullideckel. Das ist schon mal echt scheiße. Hey, Jensen, lange nicht gesehen. Hä, was? Hey, Jenny. Jensen. Meine Güte, ist lange her. Erinnern Sie sich an mich? Wir haben im alten 17. Revier zusammengearbeitet. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte sagen, Sie haben sich überhaupt nicht verändert, aber das wäre Schwachsinn, oder? Freundlich. Ja, so könnte man es ausdrücken. Sie haben sich auch ein wenig verändert, Xander. Was machen Sie zurzeit? Deep Cover. Ich behalte die Derelict Rowbellers im Auge. Ich habe so eine Ahnung, da bahnt sich was an. Warum beschleicht mich plötzlich das Gefühl, dass Sie mich dafür ins Boot holen wollen? Weil Sie clever sind. Das und die Tatsache... Nun, es ist ja ziemlich offensichtlich. Aber Spaß beiseite, Sie hätten zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können, Jensen. Dieser Fall. Wir treten auf der Stelle und könnten ein wenig externe Hilfe brauchen. Reden Sie weiter. Ich bin jetzt bei der Dienstaufsicht und wir ermitteln gegen einen korrupten Cop. Jack O'Malley. Ein allglattes Arschloch. Allglatt wie die Man in Black. Wir wissen, er dealt mit Drogen und Waffen und er hat Kontakt zu den Gangs. Aber er ist clever. Wir können ihm einfach nichts nachweisen. Er hat mit Sicherheit Freunde ganz weit oben. Okay. Und was hat das mit mir zu tun? Sie sind ein Außenseiter.
Sie können Dinge tun, die für uns verboten sind. Ich möchte, dass Sie ein paar Sachen für mich erledigen. Okay. Brechen Sie in sein Apartment ein. Gehen Sie ins Revier der DRBs und geben Sie sich als Auftragskiller aus. Der Typ ist kein Leichtgewicht, Jensen, sondern ein schwerer Brocken. Spielt in der ersten Liga. Mit Erstliga-Konsequenzen. Okay. Wir müssen ihn kriegen, bevor es zu spät ist. Sind Sie dabei? Okay. Ich kann doch so einen nicht frei rumlaufen lassen. Ich bin dabei. Sehr gut. Dann an die Arbeit. Wie gesagt, ich habe ein paar vielversprechende Spuren, aber O'Malley hat Freunde ganz oben. Ich bekäme keinen Haftbefehl, selbst wenn ich ein Video des Täters hätte, wie er ein Geständnis ablegt, indem er sein Tatmotiv mit dem Blut des Opfers an die Wand pinselt. Darum werden wir wohl ein paar Regeln brechen müssen. Regeln halten mich nur unnötig auf. Wir müssen die Sache vorsichtig angehen. Komm schon, Schatz, lass all deine Sorgen weg. Soll mir recht sein. Regeln halten mich nur unnötig auf. Oh ja. Sie sind ja der reinste Dirty Harry, Jensen. Trotzdem müssen wir die Sache vorsichtig angehen. Wir haben hart daran gearbeitet, den Mistkerl zu kriegen. Er darf nicht wegen eines Formfehlers freikommen. Was hat es mit dem Undercover-Einsatz als Auftragskiller auf sich? O'Malley ist ausgekocht und ein bisschen paranoid. Ständig benutzt er Strohmänner, Sündenböcke und falsche Fährten, um uns in die Irre zu führen. Aber wir konnten in monatelanger Kleinarbeit einen seiner Leute umdrehen. Laber doch nicht so viel! Er ist jetzt unser Maulwurf. Versorgt uns mit Informationen und so weiter. Und der bringt mich rein? Genau. Gestern hat einer von O'Malleys Männern einen Drogendealer erledigt. Es gibt einen Zeugen, aber wir kennen keine Einzelheiten. O'Malley schon. Und er sucht jemanden, der sich um die Sauerei kümmert. Der Typ, der das sonst macht, sitzt gerade wegen Drogenbesitz. Also schickt unser Kontakt sie als Ersatzmann. O'Malley wird in einer Gasse neben dem Polizeirevier auf sie warten. Und ich soll dann die Info über den Zeugen aus ihm rausholen. Ah, Sie haben es immer noch drauf, Jensen. Wir glauben, dass Sie für O'Malley die Mordwaffe beschaffen, damit den Zeugen erledigen und sie dann einem Sündenbock unterschieben sollen, den er später verhaftet. Sie müssen nur die Waffe sicherstellen und zu mir bringen. Und was ist mit dem Zeugen? Wir sind fast sicher, dass er zu den MCBers gehört. Sobald Sie wissen, wo er sich aufhält, gehen Sie hin, brechen jeglichen Widerstand und bereiten ihn auf die Abholung vor. Vorbereiten? Naja, er ist ein Gangmitglied, Jensen. Er wird sich nicht freiwillig ergeben, aber wir brauchen ihn lebend. Sie müssen also mal den Macho spielen und ihn bewusstlos schlagen. Einer unserer Leute wird dann über ihn stolpern. Glücklicher Zufall, Sie kennen das ja. Es ist doch, warum labern die so viel, ganz ehrlich? Ist doch scheiße. Okay, wie war das mit dem Eindringen ins DRB-Revier? Tja, Sie müssen da rein und eine Waffenlieferung für mich ausfindig machen. Wir haben verlässliche Informationen, dass O'Malley darin verwickelt ist, aber ich brauche Beweise, dass die Waffen wirklich da sind. Vermutlich haben sie irgendwo gelagert. Ein Cop, der Waffen an eine augmentierungsfeindliche Straßengang verkauft? Kein schönes Bild. Kann man wohl sagen. Wir sind uns doch einig, dass das nichts Gutes bedeuten kann, oder? Ich weiß nicht, wo dieses DRB-Lager genau ist, aber für sie ist ein Bonus drin, wenn sie rein und wieder rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Das würde mir das weitere Vorgehen erleichtern. Also, wonach soll ich in O'Malleys Apartment suchen? Informationen, Drogen, Waffen, einfach alles, was es uns erleichtert, eine bombensichere Anklage gegen ihn aufzubauen. Je mehr sie finden, desto besser. Okay. Okay, ziehen wir es durch. Sie erreichen mich auf meinem Infolink, wenn es was Neues gibt. Ausgezeichnet. Oh, und Jensen, eines noch. Um meine Tarnung zu schützen, sollten Sie mich erst wieder kontaktieren, wenn Sie alles erledigt haben. Ja, okay, alles klar. So. 725.200. Jetzt wäre das Tarnsystem von Nutzen. Das Problem ist, ich kann es mir nicht leisten. Genau da muss ich hin. Und da hinten muss ich auch hin. Okay, dann gucken wir doch mal. Hör auf zu schreien. Schreien hilft ja auch nicht weiter. Was ist das hier? Ach, da habe ich den Code für. 2928. Mach's auf. So, was haben wir denn da?
Elektroschockpfeile, Elektroschockpistole und Elektroschockpfeile. Ach, das ist ja cool. Können wir damit jemanden betäuben? Mau. Einmal weg. Einmal weg. So. Bin ich jetzt richtig? Ich bin da und da muss ich hin? Ja, das ist richtig. Ich fühle mich, als hätte ich einen Clown gefrühstückt. Nein. Okay, also einmal... Hier waren wir doch schon mal. Ich kann mich erinnern. So, einmal hoch. Dumm. Hier war ich doch schon mal. Habe ich das nicht gehackt? Mindestens ein Achso, okay. Belastenden Beweis finden. Die Waffenlieferung. Stimmt, hier war der Computer mit der Sicherheitsstufe 3. Den ich immer noch nicht hacken kann. Ah, das ist ja doof. Das hatte ich schon gehackt. Ja. Und hier war ich auch schon drin. Das PDA habt ihr schon, also das E-Book habt ihr schon gelesen. Gut, dann... Oh, Drogenpakete. Ich habe Drogen. Die gehe ich verticken. Lalalalala. So, okay. Raus hier und... gucken, wo wir denn als nächstes hin müssen. So eine Schnellreisefunktion müsste man hier echt mal irgendwie einbringen. Also diese... Oh, Hallöchen! Jam, 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 jam. Weil das mit den Hin- und Hergerenne hier, das geht einen echt langsam auf den Zeiger. Ja. Hier war irgendwo das Krankenhaus, ne? Ja. Das ist Seraph, das Seraph-Gebäude. Nee, Quatsch. Oder? Nee, ja. Doch richtig, ja. Wir sind richtig. Das ist Limp. Und hier müssen wir auch rein. Vielleicht kriegen wir schon den nächsten... Augmentierungspunkt. Wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Ja, möchte ich. Haben Sie... Nein, haben Sie nicht. Sind Sie Kacke? War mir ein Vergnügen, Sir. Sie haben mir nicht mal geholfen. Limp glaubt an den freien Zugang zu Augmenten für... Halt die Fresse. Oh Mann, oh. Ich möchte aber unsichtbar werden. So, da vorne ist die Polizei, das heißt, da ist irgendwas Komisches vorgefallen, da kann ich nicht hin. Ich muss doch irgendwas machen. Okay, gucken wir mal auf der Karte, wo sind die nächsten Punkte? Da ist... Ah, da kommen wir sogar hin. Das ist schon mal cool. Und... Der andere Punkt, wo ist der? Das haben wir noch nicht alles entdeckt. Ah, hier. In der... Ja, da kamen wir nämlich nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen erstmal wieder in die Kanalisation. Einmal die Türe. Hallöchen, Herr Deputy. Möchte die alle erschießen. Kennen wir die nicht? Ne, ist ein Zivilist. So. Und einmal raus hier. So, okay, wo war der Gulli? Irgendwo musste hier der Gulli sein. Gulli!
So, einmal wieder durch die Scheiße. Ja, ich weiß, ihr seid alle...